Proletopia wurde von Twitch gecancelt. Genauer gesagt wurde er demonetarisiert. Und das geschah nach einer monatelangen Woken-Heads-Kampagne. Die Woken haben ihn, also nach einer jahrelangen Woken-Heads-Kampagne. Die Woken haben ihn als Schwurbler, als Verschwörungstheoretiker, als Rechtspopulisten, als Rechtsradikalen, als alles Möglichen geframed, um ihn canceln zu können. Und jetzt hat Twitch dieser Woken-Heads-Kampagne nachgegeben. Einer der schlimmsten Woken-Hetzer war der Streamer Nighter. Schauen wir uns mal an, was er zu der Cancelung von Proletopia zu sagen hat. Den Clip hier hat uns der gute Kapulcu Türkik rausgesucht. Aber auch zu du bist garantiert nicht links, Neitan. Ja, das hast du mir auch gezeigt, ne? Zu Ressourcen habe, die ich ja. Will irgendeiner von euch Trottel in den Chat reinkommen, in den Discord reinkommen, mir erklären, warum ich nicht links bin? Offenbar hast du nie seinen Stream geschaut. Nö, ich habe nur Stunden über Stunden an Material gesichtet für mein Entschuldigungsvideo. Du bist garantiert nicht links. Wo kommen die ganzen Lelex her? Naja, ich nehme mal an, dass er irgendwie... Der Punkt ist, Chat, dass dieser wokistische Neitan sich darüber freut, dass ich demonetarisiert werde. Ja, der Punkt ist, Chat, ihr könnt ruhig mal rübergehen und dem sagen, dass er ekelhaft ist. Ne? Das ist nämlich jetzt auch der Punkt an der Stelle. Dann kommen die halt eher lang geschissen, ne? Willst du machen? Zwangsläufig brauche. Allzeit bereit. Das alte Pfadfindermotto ist für viele zur Lebenseinstellung geworden. Immer in Erwartung des Ernstfalls. In der Hoffnung, dass Prole unseren Chat kochen. Ja, es ist unfassbar. Ja, ihr müsst euch das mal vorstellen. Guckt euch an, wie der lacht. Das ist unfassbar. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ein großer Konzern entscheidet darüber, so, dieser Streamer nicht mehr finanziell unterstützt werden. Den legen wir jetzt mal trocken. Und bei einem hauptberuflichen Streamer, was heißt das? Über kurz oder lang muss er sich dann einen anderen Beruf suchen. Das heißt, er kann nicht mehr offen für seine Sachen agitieren, für die er bisher geworben hat. Also, das ist doch selbstverständlich. Drängt ein großer Konzern die Meinungsfreiheit sehr, sehr stark ein. Und was sagen die Wokisten dazu? Finden wir super. Die haben das ja bezweckt. Die haben ja jahrelang irgendwelche Lügen über Proletopia verbreitet. Ihn erstimmt, ihn noch in die Nähe des Kremls gerückt, ihn als Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikalen, als alles Mögliche beschimpft. Muss man kurz. Ai. Immerhin hat er mich entbannt. Ich kann jetzt wieder zugucken. Ja. Ja, also ich bin gerade Thema bei ihm. Gut. Super. Dieser nie eintritt. Du kannst ihm ja sagen, wenn er dich nochmal restreamt oder schaut, gibt's einen Strike. Nö, ich strike nicht. Ich strike nicht. Ey, es ist, kann auch sein, dass der jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, für eine Woche oder so, kann ja sein, dass das irgendwie nur so ein Temp-Ding ist oder so. Wir wollen uns doch mal nicht zu früh freuen, aber letzten Endes... Wir wollen uns nicht zu früh freuen. Ihr habt's gehört. Diese Leute hassen die Meinungsfreiheit. Diese Leute hassen es, wenn irgendwas gesagt werden kann, ihrer Ideologie entspricht. Sie hassen unsere Demokratie, sie hassen alles, wofür wir stehen und deswegen sollten wir diese Leute bekämpfen. Diese Leute sehen uns als Feinde, sie wollten am liebsten, dass wir nicht existieren. Das ja, zeigen ihre gesamten politischen Handlungen, ihre gesamte Agitation. Das ist eine gute Sache, wenn es denn tatsächlich ein Perma ist. Ihr habt gehört, das ist eine gute Sache. Es ist unfassbar. Es ist, ja, diese Leute sind Demokratiefeinde, diese Leute hassen unseren liberalen Recht. Die Meinungsfreiheit, sie hassen die Demokratie und deswegen sollten sich alle Demokraten, also von solchen Leuten, kilometerweit entfernt halten. Und diese Leute, das ist ja das Schlimme, die können auf Twitch voll monetarisiert ihre Hetze verbreiten, Lügen über andere Leute verbreiten, die Cancelung anderer Leute fordern, aber sie selbst dürfen alles auf Twitch. Sie dürfen zum Wahlbetrug aufrufen, sie dürfen Straftaten begehen, sie dürfen zu Gewalt aufrufen, sie dürfen Messer in die Kamera halten, sie dürfen ausnahmslos alles. Sie dürfen Menschen als Schimmel, vollgeschissene Menschenhaut und noch viel schlimmere Sachen bezeichnen, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen hat. Diesen Leuten werden keine Einschränkungen gesetzt, aber jeder, der sich einen Millimeter abweichend von dieser menschenverachtenden Ideologie positioniert, der muss Angst haben, dass ihm sein Kanal gelöscht wird. Wie Skurrus, wie Orange Morange oder dass er demonetarisiert wird. Wie Nemesis, wie Proletopia, wie KuchenTV. Jeder, der auch nur einen Millimeter von dieser totalitären Woken-Ideologie abweicht, muss Angst haben, dass er morgen auf dieser Plattform nicht mehr stattfinden darf,
eben weil diese Wokisten kulturelle Hegemonie haben, weil die großen Konzerne genau das tun, was sie wollen. Ey, und ihr könnt euch sicher sein, dass wenn mir das passiert wäre, dann würde Proletopia eine fucking Party schmeißen und mit, auch wenn er jetzt wahrscheinlich sagen würde, nee, nein. Ja, du kannst es dir nicht vorstellen. Wir würden uns dann für die Meinungsfreiheit aussprechen. Also. Dann das würde ich auf gar keinen Fall machen, weil ich bin nicht so ein Mensch wie du, Neitan. Ich bin nicht so bösartig wie du. Ich bin mir exakt. 100%ig sicher, dass wenn ich demonetarisiert werden würde, der würde da ein Riesenfest draus machen. 100% vegan. Nutzt den Code Neitan für 25% Rabatt bei meinem Partner Greenforce. Wir würden uns zumindest nicht hinstellen und uns so diebisch freuen, sondern wir würden uns dazu entweder gar nicht äußern oder sagen, wir finden es nicht gut, dass Twitch sowas macht. Ich habe mich auch bei Schlumpf offen dagegen positioniert, dass er von YouTube gesperrt wurde. Da hat er mir dann ein Neidtan vorgeworfen, du hast dich darüber gefreut, du hast dich auf Seiten eines Rechten positioniert. Also diese Leute sind Antidemokraten, sie hassen die Meinungsfreiheit. Sie verachten alles, was unsere Demokratie ausmacht. Das kann man nicht häufig genug betonen. Ab 20 Euro Bestellwert bei nicht rabattierten Produkten. Die haben doch alle gefeiert, als Karl gehackt wurde. Ja, haben es super lustig gemacht, haben es riesig gefreut, dass der YouTube-Kanal weg ist und so weiter. Ne? Ist riesig drüber gefreut, diese ganzen kleinen Bastarde. Diese ganzen kleinen Bastarde. Jeder Streamer aus unserer Bubble, der so reden würde, würde gecancelt werden. Die Wokisten dürfen alles. Es gelten keine Regeln. Alles nochmal danke an den guten Carpulcio, dass er diese Clips hier rausgesucht hat. Es ist wichtig, dass jemand beobachtet, was die Wokisten machen und ihre menschenverachtendsten und schlimmsten raussucht, um ja, damit man das vernünftig kritisieren kann. Also wie gesagt, danke an Carpulcio. Er ist wirklich ein Lichtblick auf Twitter, beziehungsweise in der Twitch, also die Leute auf Twitter, die irgendwelche Clips auf Twitch posten. Ist gut, dass jemand diese Wokisten-Bubble beobachtet. Wartet. Ich wollte euch noch was von Tilted Floste zeigen. Er schreibt zu der Cancelung von Proletopia, wenn du deine gesamte finanzielle Existenz auf Hass, Hetze, Rechtspopulismus aufbaust, dann wundere ich dich nicht, wenn du damit denn irgendwann auf die Fresse fliegst und dir die Monetarisierung von diesem Hass entzogen wird. Kein Mitleid mit Tätern an dieser Stelle. Hier seht ihr diese omnipräsente Moralisierung der Politik. Jeder, der eine andere politische Meinung hat, der hat nicht einfach eine andere politische Meinung, sondern der ist moralisch böse. Er ist ein Täter. Also ein völlig geistesgestörtes Politikverständnis. Also solche Leute verachten unsere Demokratie, solche Leute hassen die Demokratie und das ist wirklich ein Beispiel für liberalen Extremismus, für liberalen Totalitarismus. Diese wokistische Ideologie ist im Kern liberal, denn diese Moralisierung der Politik, die ist etwas dem Liberalismus sehr Inhärentes. Also das kann man schon sagen. Liberale versuchen, die Politik zu entpolitisieren. Sie versuchen, ja, immer mit Moral zu argumentieren. Sie versuchen gar keine materielle Analyse anzulegen, sondern einfach sich selbst als die moralisch Richtigen, als die Werte auf ihrer Seite haben. Das lest jeden liberalen Theoretiker, den ihr lesen wollt. Überall wird damit argumentiert, dass die Freiheit über allem stehen würde, aber dass man mit Gegnern der Freiheit, dass man mit denen dann hart umgehen sollte, denn die Leute haben ja die falschen Werte. Also diese Liberale, die haben nie eine vernünftige Analyse. Die haben, wie gesagt, liberale Theoretiker jetzt als Beispiel Böckenförde aus Deutschland oder international Karl Popper. Solche Leute, also von Karl Popper ist ja das Toleranzparadoxon mit dem, brauche ich jetzt nicht zu viel drüber reden. Aber diese Wokisten, das sind liberale Extremisten, die die Demokratie hassen, die den Rechtsstaat hassen und die alles moralisieren, die politische Gegner nicht als politische Gegner ansehen, sondern als Täter. Also wirklich ein Politikverständnis, was zur absoluten Feindschaft führt, was dazu führt, dass demokratische Diskussionen nicht mehr möglich sind. Also an dieser Stelle nochmal mein Ratschlag, stellt euch diesen Woken-Hetzern, stellt euch diesen Antidemokraten, diesen Feinden von allem, was wir hier machen. Also wie gesagt, wenn diese Leute noch mehr politische Macht hätten, dann dürften wir auf Twitch nicht mehr stattfinden. Wenn diese Leute noch mächtiger wären, als sie es aktuell sind, dann könnten wir hier diese Streams nicht mehr machen, dann könnte ich keine Videos mehr auf YouTube veröffentlichen. Und dann würde eine Plattform wie Odyssee, die eben nicht so hart zensiert wie Twitch oder YouTube, dann würde die wahrscheinlich gesperrt werden.
Also in diesem Sinne nochmal ein Aufruf. Abonniert Proletopia auf allen anderen Plattformen, falls auf Twitch gesperrt wird, also auch auf Kick und auf YouTube. Und macht das Gleiche auch bitte mit allen anderen Streamern aus unserer Bubble, auch mit mir. Abonniert mich auf Odyssey, abonniert mich auf YouTube, abonniert mich auf Kick, damit Twitch mich nicht hier einfach so wegcanceln kann. Ich sehe, ich habe 153 Zuschauer. Wenn ich morgen auf Twitch streamen würde, hätte ich wahrscheinlich einen Zuschauer maximal. Ich habe da gerade 2 Abonnenten. Deswegen, abonniert wirklich. Da bin ich tatsächlich nicht. Odyssee, schreibt gerade noch mal einer ins Chat. Ja, ja, für alle aus unserer Bubble, alle Creator, die noch keinen Account auf Odyssee haben, meldet euch da an, synchronisiert die Videos, die ihr auf YouTube hochgeladen habt, auf Odyssee. Dann könnt ihr auf Odyssee einfach so weitermachen, wenn euch YouTube zensieren sollte an der Stelle. Die Wokisten, die haben kulturelle Hegemonie. Sie können canceln, wen sie wollen, und sie selbst dürfen alles. Sie müssen sich nicht an demokratische Mindeststandards halten. Sie dürfen Lügen über andere Leute verbreiten. Sie dürfen zum Wahlbetrug aufrufen. Für diese Leute gelten keine Gesetze. Aber jeder, der ihre Ideologie kritisiert, jeder, der sich für Frieden ausspricht, jeder, der offen Werbung fürs BSW macht, muss Angst haben, morgen früh weg zu sein. Deswegen geht auch noch auf andere Plattformen als Twitch, abonniert die Creator, die ihr mögt, auch noch auf den anderen Plattformen, einfach um Twitch diese Macht zu nehmen. Wenn man einfach auf YouTube mit genauso vielen Zuschauern weiter streamen kann, dann hat Twitch sich damit eigentlich nur selbst geschadet. Wenn man das nicht kann, weil man auf den anderen Plattformen nicht so groß ist, ja, dann hat Twitch eben diese Macht. Deswegen ist es wichtig, auf mehreren Plattformen aktiv zu sein, um sich nicht von einem einzelnen Konzern wie Amazon an der Stelle, Twitch gehört ja zu Amazon, abhängig zu machen. Also macht man sich natürlich von anderen Konzernen abhängig, aber so ist das nun mal im Kapitalismus. Aber da ist es besser, wenn man das Risiko streut und nicht nur auf einem Konzern, bei einem Konzern unterwegs ist.